Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei 19, Karte irgendwo in Thüringen, so 3.1 noch 1. Ich stelle jetzt den zweiten Traktor ein für Hackschnitzelabfahren. Der erste müsste schon zurückkommen zu der programmierten Stelle. Und den fahre ich da jetzt von alleine hin. Und da werde ich fleißig mit der neuen Fräse weiterhin weiterarbeiten. Ah, die Kühe produzieren wieder Mist. Da war doch Zeit. Da muss ich mal. So. Ich sag gut nicht. Da habe ich auch nicht mal programmiert. Steak, ja. Der K und der H, haha. Zwar beladen. Standard. Das habe ich ganz blöd mit Waldapfel 12. Abladen globalen Markt. Abladen ist globaler Markt 1. So, mal kurz durchhalten, wo der andere ist. Ich glaube, ich habe was verkehrt gemacht. Aber glauben Sie wissen, ne? Wenn weiß ich nicht, wo er ist. Jo. Klar, Weizen geht nicht. Ich dachte mir jetzt mal hier in den durch die Garage fährt und stehen bleibt, dann muss ich mal das kurz mir anschauen, ob ich das umprogrammieren kann, ne? Da wird es daran nicht liegen. Vielleicht doch. Gut, hoffen wir, dass es klappt. Bin da ein bisschen skeptisch. Ja, gerade so. Gut. Nicht gut. Nein, wir werden keine Bäume fräsen. Ich werde einfach hier mal mit den guten Jungen weiterarbeiten. Die vorne, die Fräse ist neu. Besteht aus zwei Teilen. Bisher hat es gut gearbeitet. Müsste vielleicht das Gerät hier wegnehmen, ne? Also unser hier. Unser Harvester. Da gibt es ja jetzt auch ein neues Paket, ne? Also beziehungsweise ist auch ein neues rauskommen. Ob ich mir das zulegen werde, denkt man eher nicht. Weil aus einem einfachen Grund. Und der wird auch nur Holz sehen können, ne? Blocking. Ja, mal gespannt, wo der andere steht. Fangen wir hier vorne an. Und weg ist der Baum. Leichte Stumpen wegnehmen, ne? Dazu muss ich aber dazu sagen, vorne auch noch aktivieren. Ja, Zeitfunktion fräsen und Stumpen entfernen. Das graue Teil muss man dazu kaufen. Etwas hakeliges rauszukriegen, aber es geht.
Oh, ist voll. Das ist der kleine Nacht, hat 20.000 drin, aber wie gesagt, das ist aber realistisch, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, ob man nicht zu viel reinhaut. Wegen Verschenken, ne? Von 17.000 ein Baum. So, da hat sich der Arne irgendwo festgefahren. Da wurde mal ganz oben. Müssen sie vielleicht den Mistfahrer ein bisschen Platz machen. Haben die Kühe auch genug Futter? Ja, Futter ist genug da. Futter ist genug da. Wasserpumpe haben wir eh. Und da haben wir Abpumpe. Müsste alle reichen normalerweise. Im Auge behalten. Wie die Pumpe morgen sagt, ne? Ja. Ja. Mal so reinfahren, ne? Fährt ja dahin, ne? Immerhin, ne? Aber wie gesagt, man muss anfangs gucken, dass alles entsprechend funktioniert, ne? Da blinkt sogar. Junge, Junge. Hat schon Luxus. Ja, wer hat, der kann, ne? Wer da hat, der kann, ne? Ist das nicht so irgendwie? Ah, schon okay. Ich werde mal zuerst die Bäume wegfräsen und dann nachher, wenn die unterwegs sind, Stoppen wegfräsen, ne? Achso, müssen wir ganz kurz umstellen. V. Ja, hier ist noch die alte Flattmaschine drin. Vom letzten. Letzten Karte. Natürlich eine Weile her, aber wie gesagt, ich habe ja hier im Frühling noch angefangen. Weil das technisch gesehen nicht anders ging. War ein Neustart komplett notwendig. Aber ich habe alle Fahrzeuge mitgenommen. Ne? Ich habe keine Fahrzeuge neu gekauft diesmal, sondern komplett. Und ich meine, ich hätte auch neu kaufen können mit dem Geld, was ich recht errechnen könnte, theoretisch. Aber ich habe in dem Fall die Fahrzeuge direkt mitgenommen. Direkt heißt ohne Verlust 1:1. Zweite Pferd. So, jetzt können wir wieder runterfahren. Machen wir gleich Fräsen, ein paar Fräsen weg, ne? Ein paar Stoppen weg. Da will er nicht. Wieso nicht? Ich meine, er geht ja von vorne rein in die Erde rein, ne? Da will er auch nicht. Die erste haben wir super gemacht. Auch von der Ecke rangehen. Ah, wird schon werden. Beim Bein runterheben.
Komisch. Bin schon da? Nö. Ja, da war noch Gewicht hier dran zu liegen, ne? Wahnsinn. Oh, der erste kippt schon aus. Alles gut. Na, willst du nicht? Nö, dann nicht. Dann später. Aber müsste noch ein bisschen Hackbinnen gehen, ne? Also ein bisschen müsste schon rauskommen. Wäre nämlich ungünstig vom nächsten Mal. Wenn wir irgendwann mal mit Bäumen pflanzen. Ich habe es noch nie geschafft, die Bäume zu pflanzen und dennoch zu ernten. Ne? Das habe ich noch nie geschafft. Und was kann ich nicht vergleichen mit der anderen normalen Spiel, wo man jeden Tag unbegrenzt spielen würde. Ne? Das mache ich ja nicht. Die berühmten 7 Folgen, die ich mache, sind zwar auch knappe 3 Stunden, aber halt nicht mehr, ne? Und da kommt man halt nicht voran. Und wenn er für Custom immer die Karte wieder mal erneuert, beziehungsweise ergänzt, dann habe ich halt die Arschkarte, ne? Man will natürlich das Neueste haben, ne? Ist ja leider so, ne? Aber das macht auch Sinn, weil gerade ein anderer Stall, noch ein anderer Motor dazu, das Personal, ja genau, das Zeug, ne? Für Bodentypen halt. Das wollte ich auch nutzen. Der erste Fahrer ist unterwegs. Sehe ich schon wieder kommen. Wo kommt er jetzt her? Im Wald? Zwölf. Jetzt sehe ich ihn nicht. Und da kommt er. Ey, du auskippen! Gibt's doch gar nicht. Dann fährst du durch. Wieso hat er mich abgekippt? Na, guck mal rein. Modus. F1. Abkippen. Hier ist Quatsch. Die Karte mal wegmachen, damit wir mehr sehen können. Hier planen. Probier mal aus, ob ich ein Lager reinkriege. Dass man gleich bei Gelegenheit wissen, ob der Lager auch Hackfleisch annimmt. Ist eher unwahrscheinlich.
Raketenhänger rum. Und das glaube ich jetzt persönlich nicht, dass er hier ablädt. Oder abladen will. Ne, gut, das war eh zu erwarten. Verkehrte Symbol vielleicht. Das ist nicht. War schon richtig. Kaplan, globaler Markt. Na, probieren wir nochmal. Vielleicht war er verkehrten Modus. Oder er wollte nicht. Ich schalte alle durch. Vielleicht grundverkehrt. Ach, jetzt weiß ich wieder, mit den anderen wir starten. Ich habe ja kurz beendet, um was nehmen wir Helfer. Ich hatte ja kurz beendet, um rauszugehen. Ist auch voll. Gibt's doch gar nicht. Muss ich mal aus? Das ist ja richtig lustig. Beziehungsweise nicht lustig. Der hat doch vorhin alles perfekt gemacht. Steigen I abladen, abladen. Also. Gut, dann fahren wir selber hin, ne? Das ist ja ein Witz. So, Zuschauer, das ist trotzdem schon die Folge zu Ende. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Dann wollen wir sehen, ob er das packt, ne? Abkippen, ne? Ansonsten, ja, ich beide nicht ans Lenkrad, ne? Tschüss, ciao, ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Tschüss.